Yes, Leute! Der Behandlungsbereich. Lear's Gedenkinstitut. Nice, Leute, die neue Map. So, ich wechsle direkt in die Therapie rüber. Und ich kenne sie halt noch gar nicht, ne? Deswegen null Map-Kenntnis. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich hoffe, die Survivor wissen es genauso wenig. Da war ein Totem. Sieht aber schon nice aus. Hier ist Gras gewachsen. Nee, doch, da geht's weiter. Ich weiß halt noch nicht, wo man juken kann und alles, ne? Ah, es gibt noch eine Höhe. Oh, okay. Irgendwo hat jemand geschrien, oder nicht? Shit. Was kann man denn hier machen? Ach, nur runter, oder wie? Die Krankenhaus-Map, die neue. Shit. Ah, wartet. Wieso habe ich sie jetzt nicht getroffen? Und wechseln, ne? Okay, Sekunde. Ah, ich dachte, der wäre hier noch. Das wäre super gewesen. Okay, wir machen hier mal wieder dann gegen. Traden. Wie komme ich denn da rein? Nur hier? Okay, wo sind die Haken und wie sehen die Haken aus? Ich habe das noch nie gesehen. Das ist alles Hashtag Neuland, Leute. Da ist ein Haken. Ach du Heilige. Wenig Haken auf der Map, habe ich das Gefühl. Den Keller würde ich gerne mal sehen. Ob der so aussieht wie immer oder ob der irgendwie Special Deluxe Deluxe hat. Ich gehe einfach mal hin, glaube ich. Ist da irgendwo ein Generator drin? Ja, sind sogar zwei. Dann bringt das sogar was, da hinzugehen. Ups. Hier rum? Oh, nice. Wo ist sie hin? Da. Nicht getroffen. Okay, wir treten hier eben gegen. Das ist echt schwer, ne? Wenn du noch nie eine Map gespielt hast. Es ist echt schwer, sich darauf zurechtzufinden. Also wir gehen direkt wieder in den Therapiemodus. Ich hab gehört, hier muss jemand behandelt werden. Die beiden Generatoren sind so schön nah beieinander. Oh, hier sind ja sogar Krähen. Ja gut. Wäre auch assi, wenn nicht, ne? Ist hier jemand wieder hin? Ist aber leider kein dritter Generator mehr in der Nähe. Da sind sie. Oh, sogar der Bekloppte war da. Die Map gefällt mir. Die ist cool. Ist doch mal komplett was anderes, ne? Nur drin. Hab gesehen, dass sie nach oben ist. Da hinten. Shit, hier ist schon wieder so eine Sackgasse. Mist. Komm, kann jetzt mal jemand ausrasten? So schnell können die gar nicht weg sein eigentlich.
ist der Keller jetzt? Scheiße, der ist hier irgendwo, aber ich weiß nicht, wo es runtergeht. Hier! Nice! Durch Zufall gefunden. Ah, er sieht, glaube ich, ganz normal aus. Schade. Ich habe gehofft, dass sie da irgendwie was Cooles jetzt irgendwie gemacht haben. Das wäre lustig. Hier lang. Da oben ist immer noch der eine. Was macht er denn da? Da ist auch kein Generator. Wir gehen zu dem in der Mitte erstmal. Oh, nice. Hier passiert wieder irgend so ein Event. Okay, wir stechen sie. Das ist schwer. Vielleicht kennen die den Eingang auch noch nicht zu dem Pornokeller. Wo ist sie denn hin? Das gibt's doch nicht. Pornokeller wurde geholfen. Die Map, ey. Shit. Ich kenne mich hier selber halt noch gar nicht aus. Okay, der nächste kommt in den Keller. Oh, nur noch ein Generator, Leute. Ich habe leider nicht gesehen, was da in der Mitte jetzt eigentlich passiert ist. Ich habe nicht so wirklich drauf geachtet. Aber das finde ich geil, dass sie das jetzt manchmal so machen, dass es einen Generator gibt, der irgendein Event triggert. Ich glaube, dass tatsächlich hier jemand noch im Keller in irgendeinem... Okay, wir switchen. Boah, die Generatoren sind so weit auseinander. Wir wollen natürlich nicht campen. Shit. Nein, ey. Schon wieder den Weg nicht gefunden. Ist keiner. Da hinten. Wow. Oh, die macht sogar den Generator. Interessante Map. Ich habe sie wegrennen sehen. Das ist ein Einer-Generator. Nice. Das ist echt gut zu wissen. Kann nur einer zur Zeit dran arbeiten. Ich höre einen Down Schreie. Kommen die hierher? Keine Ahnung. Hier ist jemand. Okay, sie ist schon auf Wahnsinn 3. Oh shit. Oh nice, meine ich. So schnell wird das. Oh shit, oh nice. Und ich treffe ihn nicht. Zwei. Yes. Okay, einen muss ich auf jeden Fall aufhängen. Keiner an Strike, das ist schon mal gut. Da ist ein Haar. Geil. Kommt der sofort da ran? Ich habe ein bisschen Angst, dass die anderen den Generator jetzt fertig machen. Da war jemand. Ah, shit. Okay, einen erwischen wir wieder von den beiden, denke ich. Sei denn halt geliehene Zeit, ne? Jetzt weiter am besten. Okay, hier lang scheinbar nicht.
Oh, geil. Dich habe ich. Die sind alle hier. Das ist gut zu wissen. Keiner macht den Generator aktuell. Shit. Da ist ein Haken. Die Haken sind echt cool gemacht. So, da vorne ist noch jemand. Wir gehen in den Modus. Sie wollen an mir vorbei. Okay, die haben wir auch. Oh, Leute, ey. Hier ist sogar direkt ein Haken. Das war übrigens der Ausgang. Der Ausgang ist ein bisschen draußen. War mir auch noch nicht so wirklich bewusst. So, jetzt machen wir gerade gut Druck tatsächlich sogar mal. Oh, der ist down. Okay, Haken. Generatoren. Ich muss die mal kaputt machen. Ich weiß nie, welche taktisch halt wichtig sind für die Survivor und welche nicht. Wie gesagt, das ist alles halt... Ich spiele die Map auch zum ersten Mal, ey. Man denkt immer, hier ist jemand, aber es ist nur der Schrei von den Leuten da. Von der Map sozusagen. Ich war im falschen Mode. Ich Noob. Hab die ganze Zeit versucht zu Stromschocken. Ah, das war schlecht. Das war echt schlecht. Okay, der liegt. Ich dachte irgendwie, ich bin im anderen Mode. Ich weiß nicht genau warum. Oh, sie haben den Generator fertig gemacht. Also einen Generator. War hier nicht noch ein Haken? Da, okay. Scheiße, ey. Ich wundere mich schon, warum nicht mal jemand schreibt. Hier ist niemand. Oh, wow. Können die noch weiter auseinander sein vielleicht? Shit. Das kann es gewesen sein. Ich glaube, wir bleiben bei zwei. Puh, die sind so weit auseinander. Ey, ich bin gespannt, wie sich Billy auf dieser Map hier schlägt. Ich glaube, das ist echt richtig ätzend. Ja, oh, da ist offen. Und beide sind... Ne, sind beide da? Einer nur. Na gut. Komm, wir gehen jetzt wieder zurück. Die werden dann wahrscheinlich, wer die andere dort warten. Interessante Map. Aber Billy stelle ich mir sehr schwer vor. Michael mit dem Stalken teilweise vielleicht auch, weil die schnell um Ecken rennen können und so weiter. Trapper hat, glaube ich, auch schwer, ne? Weil alles, also weiß ich nicht, man sieht ja nirgends, wo die hin müssen. Also wenn du die Fallen irgendwo hinlegst, sieht man die meistens. Aber wir haben gut gepunktet tatsächlich sogar. Okay, mal schauen, wie viele Punkte es gibt. Gehen wir weiter hier. 18.581. Okay. Ja, coole Runde. Auf jeden Fall macht die neue Map Laune, muss ich sagen. Ist auch mal wieder was anderes, ne? Warum eigentlich nicht?